Zweiter Teil des Versuchs. Jetzt habe ich beide Flaschen, die eine mit CO2 gefüllt, nahezu. Also das CO2 ist ja schwerer als Luft, das bleibt ja unten. Und habe ich ganz langsam reingefüllt und die andere mit der ganz normalen Luft hier an meinen Reck gehängt. Und jetzt werden wir mal sehen. Das ist die mit Luft. Das ist ein schöner Tag, es ist Sonne und wir werden mal sehen, hier haben wir viel CO2 drin. Jetzt ist ablesbar 31,1 Grad und hier mit der Luft habe ich 32,6 Grad. So, ich hoffe, das ist sichtbar. Lasse schaukeln, 31,6 und 32,7 Grad. Okay, so. Das heißt also, die pure Luft hat sich bis jetzt schon mal ein bisschen mehr erwärmt. Aber damit, das ist lange nicht richtig, das jetzt schon zu schlussfolgern, sondern jetzt haben wir es 2:30 am 30.07. 2:30 nachmittags und wir werden den ganzen Versuch jetzt noch eine ganze Weile durchführen, damit wir ganz sicher sein können, dass sie wirklich annähernd die allerwirklich beste und gleiche Menge an Sonne bekommen haben. Egal, auch wenn jetzt mal die Sonne nicht scheinen sollte, weil sich eine Wolke vorschiebt, sie kriegen beide die gleiche Beleuchtung und Bestrahlung mit Sonne. Und Sonnenstrahlung, wissen wir ja, ist elektromagnetische Strahlung, setzt sich also aus sichtbarem Licht und unsichtbarem Licht, also unsichtbar in UV-Form oder IR, also Infrarot, sprich Wärme. Gut, wir sehen uns dann wieder.